So, meine Freunde, es geht weiter hier im Let's Play Max Payne und dem Backstabbing Bastard. Oh yeah. So, wir müssen den Kollegen natürlich dann mal finden. Kollege BB. Okay. Was? Stil? Achso, die ist leer. Ups. Okay. Wow! Ach du Scheiße. Cold Commando habe ich jetzt wieder. Das heißt eigentlich Cold. Also nicht M16. Nein! Ich habe mich tatsächlich getroffen, der Sack. Gibt's ja gar nicht. Stirb, du Sau. Ups, oder ich sterbe. Okay. Aua. Mann. Bitte mal auf. Toll. Die ist auch viel zu schnell leer. Ich könnte mir vorstellen, mit einer Granate wäre das Problem schnell zu lösen. Ja, so halbwegs. So, ich speichere einfach. Egal. Naja, genau. So. Geht doch. Noch mehr? Nee. Ach du Scheiße. Ist klar, ist klar, ist klar. Macht Spaß, ne? Ja, ich weiß. Was? Oh, das gibt's doch gar nicht. Was hat der denn für ein Bums? Okay. Au. Stimmt doch, du Sack. Nur Elender. Nur 7 Schuss, das ist natürlich jetzt nicht so fein. Da sind Medikamente. Zack, zack. Alles eingeworfen. So, speichern. Ups. Ja, zum Glück habe ich gespeichert. Wow, Scheiße. Die haben Bums, die Kollegen. Guckt euch das an. Wenn ich mit der Schrotflinte schieße, dann passiert natürlich nichts. Schweinerei, ey. Oh. Arschloch. Die Ingram. Uah. Ja, ist klar.
Ist natürlich schwierig. Wenn er aussteht, dann ist er eigentlich recht verwundbar. Oh. Von wo kam denn die Granate? Von dir? Ungünstig geworfen, sage ich ja nur. Ja, ist klar. Was ist denn für ein Terror veranstaltet hier? Und keiner bekommt's mit. Okay. Sollte man eine andere Knarre nehmen? Boah, sind ja alle leer hier. Nehmen wir die. Okay, alles klar. Ja, ist er da runtergefahren? Hui. Ui, 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 ui. Naja, immer noch nicht so viel, aber na gut. Oh. Okay. Hey! Wie unfair das auch ist. Guckt euch das doch mal an. Wenn die schießen. Und wenn ich schieße, dann sterben die natürlich nicht. Haben die irgendwelche speziellen Westen dann oder was ist los hier? Komm, geh drauf. Okay. Na. Nicht? Wieso nicht? Ach so. Go, go, go. Fuck. Hör drauf. Gott. Ist das spannend? Oh, da steht ja einer. Meint ihr etwa, ich hätte den gesehen? Fuck. Ja, was ist denn los mit euch? Okay. Stirb. Alter. Pass auf. Huch. Oh, alter Knauserkopf. Arschlecken-Feuerwerk. Es wird aufgeräumt. Oh. Eieiei, okay. Scheiße, das ist brutal, ey. Hey! Ach du Schande! Ah, das ist auch so unfair, wie viele hier aushalten.
Ja, okay. Wenn ihr mal Glück gehabt. Körper aus Stahl. Hä? Ah, jetzt auf einmal. Hm. Okay. War das eine Granate? Nee, aber ein Maschinenpistölchen. So, komm her. Komm. Treffsicher die auch sind, die Schweine, die. Okay. Alles charmant. Was? Doch nicht. Der denn auf einmal weg? Das ist ja immer genial. Gegner. Den Gegner aus dem Nichts auftauchen. So. Hui. Hui, hui. Reports of a fire at the Punchinello Manor in Westchester. The manor is the home of Angelo Punchinello, the alleged head of the Punchinello crime family. The police are now saying, contrary to their earlier statements, that Max Payne is still alive and at large. He continues his vendetta against the mafia, of which this last act of arson is attributed to. I had no recollection of setting any fires, but I did remember the flames. Huh. Ja, das wird wohl. Müssen sie Waldkühe gemacht haben oder wie auch immer. Oh, nett. Direkt so eine Ladung Schrot ins Gesicht bekommen. Äußerst feinfühlig. Und scheiß Level, ey. Geht ja immer nur runter hier. Exit only. Oh Gott, ich hab Angst. Uah! Okay. Ach du Scheiße. Zack, bumm. Alles am Brennen. Du hast ihn einfach nur noch mit quietschenden Reifen davonfahren. Mehr. Mehr nicht. Wie treffsicher die auch mal sind. Auf zu schießen. Okay. Einfach mal zwei eingeworfen.
Oh, hallo. Hallo. Nett. Was? Ja, so schnell geht das. Okay. Boah, was eine Treffsicherheit der hat. Moment. Was haben wir gleich? Jupp. Schön. So, einmal aufgeräumt hier oben. Und dann geht's unten weiter. Mit der Colt-Kommando. Mal schauen. Zwei Painkiller eingeworfen und gut ist. So. Steht ja noch einer. Meinst, ich sehe dich nicht, ne? Oh. Oh, BB. It's pain time. Hm. Huch. Ich glaube, die Knarre ist ganz... Okay. Hallo. Okay, wo ist er? Bibi? Jackhammer, was ist das denn? Das wird wahrscheinlich die sein. Oh. Fuck. Okay. Wow, ho, ho. Shit. Gibt's gar nicht, ey. So, dann haben wir zwei. Mann, gibt's ja gar nicht, ey. Ich
ich stelle mich zu doof an. Moment, ich nehme die. Nein, die nicht. Die. Hinten ist nichts. Scheint nicht. Ich muss da hinten lang. Scheiße. Nein! Wie kann das denn passieren? Du Arschloch. Okay. Mich immer selbst in den Luft. Richtig gut. Eigentlich nicht. Okay, jetzt kommt noch einer. Aufpassen. Okay, ich hab ich getroffen. Nee, das ist die Jackhammer. Was ist das denn für ein... Alter. Okay. Okay, die ist voll wahrscheinlich nur für... ...eine sehr starke Nahkampf... Sehr, sehr starke Nahkampf. A payphone started to ring. Waffe. Was war? Achso, Telefon. Wo denn? Yeah. Max Payne. Whatever does it for you. This is Alfred Wooden. I can give you the name of your enemy. Come to the Asgard building presently. We are expecting you. In the land of the blind. Wooden was waiting for me on the steps of the old building. Mr. Payne, let's go inside. The others are anxious to begin. The others? Despite the general misconception, this building actually predates the City Hall by 2 years, thus being the oldest municipal building still in use here at the foot of the Brooklyn Bridge. No kidding. The old man played tour guide as he led me through a dark domed hall. The answers I was after loomed large ahead. Mr. Payne, I would like to introduce you to my colleagues in what we call the Inner Circle. You've been watching too much X-Files. You have seen the files on Project Valhalla. We can fill the gaps, provide you with the information missing from those files. We were all involved in the early stages of the project during the Gulf War. What's the catch? We would very much like to blow this thing wide open, but our hands are tied. Her name is Nicole Horn. She was the key figure in Project Valhalla. When the funding was discontinued, she simply refused to quit. She knew exactly what she had in her hands. Nicole Horn is the president of Acer Corporation. She has more than half the city in her pocket. This must be kept under wraps. If you try to go public with this, we will deny any knowledge. We need you to take her out. Afterwards, we can protect you. Make all the charges go away. That was the cue for the killer suits to kick in the doors and swarm inside. It was an impressive floor show, but I decided to leave early anyway. It was only a one-story fall. Lucky me. Okay. Ich mache mal hier einen Schnitt und dann sehen wir uns im nächsten Part. Bis dahin, Sikowski.